bin Janine Weigel, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Steinfurt, aber ich lebe jetzt in Bangkok, Thailand. Und wann bist du da hingezogen? Als ich 10 Jahre alt war. Oh, okay, also 8 Jahre wohnst du da schon? Ja, sozusagen. Ich glaube, ich habe einen Film von dir irgendwie im Fernsehen gesehen. Du bist da irgendwie ganz berühmt, ne? Ach so, ja, ich schauspieler wohl ein bisschen in Thailand. Oh, ja. Wirklich? Ich bin auch eine Sängerin und eine YouTuberin in Thailand, in Asien. Ja, das läuft ja aber so, ne? Du hast ja Fans ohne Ende, oder? Ja, schon ein bisschen. Wie viel hast du da auf YouTube da? Auf YouTube habe ich 2,9 Millionen Follower. Wow. Nicht dein Ernst? Ja. Ey? Das läuft. Dankeschön. Vielen Dank. Bist du auch auf Instagram? Ja, Instagram. Ich habe da 1,3 Millionen. Nein. Ja. Das ist unfassbar. Wie hast du das geschafft? Dankeschön. Wir müssen nach Thailand. Ich esse gern Thai. Und jetzt willst du in Deutschland durchstarten, oder was? Ja, sozusagen. Also ich würde gerne halt auch mal etwas hier in Deutschland anfangen, weil ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen. Mhm. Und ja, ich bin heute auch sehr aufgeregt. Okay, ja, brauchst du nicht sein. In welcher Sprache singst du heute? Heute singe ich in Englisch. In Englisch? Ja. Ja, hören wir uns das an, Silvi, ja, oder? Ja, absolut. Ich bin gespannt. Dankeschön. Past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. I hear my voice, I hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up, get ready cause I've had enough. I see it all, I see it now, I've got the eye. Man kennt natürlich die Vorlage, das Original. Und ich finde, das hast du nicht richtig super hingekriegt. Also ich finde die Vorlage viel besser. Das Rappen war nicht so doll. Die Stimme hat keinen Wiedererkennungswert für mich. Es war nett, ja, aber jetzt, also hier für Supertalent reicht das nicht. Also ihre Bühnenpräsenz war toll. Man sieht, du hast mega Erfahrung, wie du dich bewegst, Selbstvertrauen. Aber die Stimme, also für mich hat es auch nicht umgehauen. Und manchmal auch wirklich, glaube ich, daneben. Also es überrascht mich wirklich, weil ich weiß jetzt, wie berühmt du bist dort. Wie siehst du das, Bruce? Ja, ich meine, du hast dreimal Nein bekommen, aber hey, das Leben geht weiter. Vielen Dank, Janine. Danke. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Danke. Für mich ist das jetzt nicht das Ende. Es ist halt nur mehr wie eine Erfahrung und ich kann dann halt auch davon auch lernen. Und ja, vielleicht komme ich nächstes Mal wieder.